Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Maker. Und zwar machen wir jetzt hier, beziehungsweise mache ich jetzt hier, hatte ich vor, die beliebten Level dieser Woche zu spielen. Auf Platz 1 ist das gleiche Level wie letzte Woche. Dann gucken wir mal jetzt hier an, was die Nummer 2 ist. Ich habe so das Gefühl, dass hier die ganzen Level, hier die 2, die 4, die 7, 8, alles so easy Level sind. Hier, was sind das für Level? Das ist einfach nur ein Speedrun. Du läufst und dann passiert irgendwas. Das ist total langweilig, aber wir werden sehen. Wenn hier nichts kommt, dann werde ich halt mit 101 wieder anfangen. Und mich wieder aufregen, wie sonst was. Aber starten wir mal mit der 2. Eine 87%ige Wahrscheinlichkeit, dass ich es schaffe. Dann fangen wir mal an. 18 Sekunden Weltrekord. Das sind so Level, die werden bei mir nicht lange dauern, wenn das 18 Sekunden Weltrekord ist. Das ist jetzt nur runterspringen. Ja. Rennen, springen. Das ist doch nichts Tolles hier. Wie kann das denn hier in der Top sein? Solche Level sind mega langweilig. Jetzt fahre ich hier mit dem Auto rum. Ich frage mich, ob man auf YouTube irgendwas davon sehen kann. So, fertig. Es ist so langweilig wie sonst was. Vor allem habe ich das Gefühl, dass ich das schon mal gespielt habe. Die sind wahrscheinlich alle gleich aufgebaut. Ja. Fast den Weltrekord. Dafür gebe ich ein Bu. Ich finde solche Level wirklich mega langweilig. Was ist denn hier? Simple. Classic Team. I think Simple is very funny. 52 Wahrscheinlichkeit. Und 56 Sekunden Weltrekord. Wie geht das hier? Meine. Ich will den Pilz. Wahrscheinlich brauche ich den nicht mal. So brauche ich. War nicht hier irgendwie was mit diesem Sprung? Ich hasse Eis. Jetzt ist bestimmt hier unten die Tür offen. Richtig. Und was hier? Brauche ich für die Tür. Das sind so kleine Rätsel. Sowas finde ich wiederum toll. So. Ach so. Ja. Ich verstehe den Weg, den ich machen muss. Aber ich weiß nicht, wie ich gerade da oben... Okay, so. So. Hä? Ach so. Ich weiß, was ich machen muss. Hallo? Ich muss dieses Vieh treffen. Somit kriege ich einen Schlüssel. Ja. Kann hier oben drauf und durch die Tür. Safe. Ah, jetzt muss ich einen Schlüssel mit diesem Band. So. Ist ja alles nicht schwer, aber macht Spaß. Ah, okay, verstehe. Ich muss so lange warten, bis diese Bombe hier ungefähr davor ist. Und dann komme ich hier oben durch die Tür. Ach du Kacke, das wird was. Wie soll ich denn hier noch abspringen? So. Als wenn. Hä? Geschafft. Wahrscheinlich soll es so nicht geplant gewesen sein, aber okay. Geschafft ist geschafft. Last. Ah.
Na, das wird dir noch was hier. Da sterben auch die meisten Leute bei. So, ein bisschen warten. Ha! Ja, das war jetzt auch nicht schwer hier. Und ich habe gesagt, das wird ja was. Win! Und jetzt krieg ich noch ein Leben. Ah, nee, schade. Gut. Dieses Level wiederum kriegt von mir ein Toll, obwohl ich 2 Minuten länger gebraucht habe als der Weltrekord. Ich überspringe das, weil das ist genau dieses Kack-Level wie Nummer 2. Mario Rare Inclusive oder wie? Keine Ahnung. Rätsel, kurz und knackig. 44 Minuten. So. Okay. Was? Also. Ach du Kacke. Ach so, gut. Ist das hier irgendwie was, was man auch im Team machen kann? Ja, man kann jedes Level im Team spielen. So. Achso, okay. Da muss man jetzt einen großen Feuerwehr benutzen, damit das da hinten ausgelöst wird. Sketch. Ah, okay. Ich muss die also aufhalten. So. Ah, okay. Hier rüber. Das ist auch wieder so ein schönes Level, finde ich. Es war richtig sehr wenig. Und jetzt kommt Boss. Was heißt denn Boss? Okay, ich muss den besiegen, bevor der Boden hier weg ist. Huh, das wurde aber echt knapp. So. Geschafft. Dieses Level wird von mir auch ein Toll bekommen. Warum duckt sich eigentlich Luigi immer, wenn er gewonnen hat? So, toll. Und das nächste Level. Crazy Fire Swamp. So, das da unten sieht nicht so aus wie Lava. Ach so, au. Ja. Das war jetzt nicht schwer. Wahrscheinlich geht das hier immer schneller oder so. Ah, ich muss schneller sein. Ah, ey, wieso geht das nicht jetzt schon aus, ey? Na, ah, es ist ein doofer Tod gewesen. Und jetzt bin ich wieder hier, also. So, das war jetzt Schnelligkeit. So, warten. So. Ah, okay. So, jetzt muss ich sofort im Laufen diesen Knopf berühren. So. Ich muss da hoch irgendwie. Erstmal so. Safe. Hier bin ich wieder sicher. Okay. Das war jetzt auch nicht wirklich schwer. So, schön mal ein Checkpoint, finde ich gut. Da muss ich den ganzen Kack nicht mal von vorne machen. Go! Heißt das, dass ich muss rennen?
Okay. Ach so. Das war jetzt... Ist halt... ein schönes Level. Wieso habe ich jetzt... Wie habe ich den Schlüssel jetzt bekommen? Frage ich mich. One. Ah, ich hätte da durchlaufen müssen. Okay. Ich dachte, ich müsste darüber springen. Ah, vergessen zu springen für den Knopf. So. Ich habe kurz gedacht, was? Ah, wie schön. Das kriegt von mir ein Toll. Damit solche Level oben sind und nicht so... Okay, das eine, was oben ist, ist ja auch ganz gut, aber... Das könnte auf die 2 oder so. Weil das hier ist genau sowas. Please leave no. Mal gucken, was das ist. Lava. So, sowas habe ich auch noch nicht gemacht. Ach, kacke. Jetzt muss ich jetzt hier aussuchen, wo ich lang gehe. Wahrscheinlich. Bin ich jetzt hier falsch? Und muss hier in die Tür? Hä? Was ist das für ein Level? Hä? Ich verstehe das hier noch nicht so ganz. Kann mir irgendjemand mal hier den Sinn erklären? Von diesem Level? Das ist ja nur doof rumlaufen bis jetzt. Das sind so manchmal Gesichter. Soll das irgendwie so ein Horror-Level sein? So ein schlechter Horror-Film, wollte ich sagen. Also, ja, mir fällt dazu nichts ein. Boah, ist das Level scheiße. Ja, ich gebe hier wirklich meine Meinung ab. Wenn das Level scheiße ist, ist es scheiße. So, was haben wir denn hier? Das ist wieder so eins. Rätsel Auto Scrolling. Mal sehen, was das ist. 3 Sekunden. Das kann ja schon nichts sein. Achso, ich muss bestimmt da drauf bleiben, ne? Das hat schon wieder eine geringe Abschlussrate von 9%. Aber wir werden ja sehen. 19 Sekunden hat er gebraucht für einen Weltrekord. Aber es hat eine sehr schlechte Abschlussrate. Es sind 20 Sekunden Speedrun. Ich mag Speedruns sehr. Letztens habe ich eins gespielt. Da sollte man nicht da lang laufen. Wo die Münzen lang gehen. Habe ich das aufgenommen? Nee, ich glaube nicht. Das ist zumindest auch sowas, wo man sich sehr konzentrieren muss. Ich habe vergessen zu sprinten. Das ist schon wieder... Das finde ich ein gutes Level, weil das ein bisschen schwieriger ist. Als die anderen beiden. Hier muss ich nicht springen, jetzt schon.
Shit. Aber ich habe mich noch nicht aufgeregt. Das ist eine Kunst. Habt ihr dieses Rauschen gehört? Ich nicht. So, hier, oh Mann! Nein, ich reg mich nicht auf. Aber das Level gefällt mir jetzt schon. Ha, ich darf, muss nicht springen. Ha, weitergekommen als eben. Zu früh abgesprungen. Da denkt man mal, boah, ich bin aber weit gekommen. So. So, und schnell welches? Ich hätte auf die Rakete springen müssen. Und, oh. Okay. Versuch nochmal, weiß ich nicht. Oh, verkackt. Werde ich schon nicht schaffen, weil die Zeit schon nicht gereicht hätte. Da bin ich extra in diese Stacheln gelaufen. Jetzt habe ich das Springen wieder vergessen. Nein, das kann doch nicht sein. Mann, ey, meine Güte. So. So, und jetzt? Geschafft. Geiles Level. Toll. Ich habe auch mal überlegt, hier jetzt so die Level von Pete Me zum Beispiel zu spielen. In einer Folge. So viele wie möglich. Und dann sehen, wie es geht. Also ob ich gut, ob ich es schaffe oder nicht. Saved? Ganz im Ernst, wie ist eigentlich sowas möglich? Aber sowas ist ja wieder... Was er gemacht hat, ist zwar toll, aber... Nee. Boom, boom, Tunnel. Vor allem weiß ich gar nicht, ob ich sowas auf YouTube hochladen darf. Mit Fluch der Karibik-Musik. So. Ah, das ist das Ding. Ich dachte, der Panzer knallt die ganze Zeit hin und her irgendwo gegen. So, wo geht's hier lang? Ah, das ist eine 10 Münze. Die brauche ich jetzt nicht, weil ich keinen. Das ist wieder doof gewesen. Aber ich bekomme hier wieder einen Pilz. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal eine Folge, wo ich ein Level baue. Aber es kann noch was. Das war alles geplant. War nicht Glück. So, irgendwo geht es auch hier in die Säure rein. Ein Sieg wird gefunden. Ganz unaufsichtlich hier. Sind einfach nur Münzen. Das wäre so ein Level gut für diese Story. Man
kommt auch noch irgendwann ein Video zu. Diese Dinger kenne ich noch von Super Mario. Von den Spielen, von den einzelnen Spielen. Aber ich weiß nicht mehr, welches von denen. Ich glaube, eins für Nintendo 3DS. Ist das jetzt hier der Boss gewesen? Das ist, glaube ich, der leichteste Boss hier, den man haben kann. Weil da musst du dreimal drauf springen und du tötest ihn. Und zwar war das früher immer so, aber der macht sich ja nur klein und das war's. So, ja, das gibt's wenigstens mal ein bisschen toll. Die letzten Level waren schwieriger, fällt mir auf. Es hört sich schon alles hier nicht super an. Hier vielleicht das hier. Super Ping Pong Maker 3. Da muss ich bestimmt hier mit dem Feuerkugeln wieder rumschießen. Oder... Ach, sehen wir ja. Fangen wir sofort mit hart an, ne? Ja, easy, ne? Hey! Ja, gewonnen. Ah, noch ein. Das ist doch asozial hier. So. Ja, gewonnen. Easy. Jetzt muss ich nur hier durchkommen. Ach so. Okay, das war jetzt so, naja, Level. Sagen wir, wie es ist. Es gibt auch keine Bewertung, weil ich so dazwischen bin. So, naja, und auch so ein bisschen toll. Okay. 20 Sekunden Speed waren 5% Gewinnquote. Quote. Speedrun 2, 20 Second. 20 Second. Ah, Z heißt dieser Spin, habe ich bei Peacemeat gelernt. Ah, da aber nicht mehr. Da muss ich normal springen. Oh, das wird ja was. Schon verkackt. Sagen wir, wie es ist. Hätte ich auch nicht geschafft, weil ich schon stehen geblieben bin irgendwo. Jetzt ist er hier auch von selbst losgelaufen. Au. Oh, man muss sich wirklich konzentrieren, welchen Sprung man jetzt nimmt, den normalen oder nicht. Gewonnen. War jetzt doch nicht so schwer wie gedacht. Aber... für mir ein toll. Toll. Das ist wieder hier Musik. P. New Jumper 1. Mal gucken, was das ist. 12% Abschlussrate. Zip. Ach du Kacke. Oh. Wenn ich mir so überlege, kann ich eigentlich von der Theorie her über den Geist drüber springen? Hier komme ich ja locker weg.
Level 2. Schade. Gewonnen. Nice. Nice, okay. Aber gibt einen toll. Würde ich sagen, machen wir noch ein Level und gucken. Desert Jumps. Ja. Mann, wieso springe ich denn da immer zu weit? Da kann ich ja schon wieder ausrasten, ey. Ach, Mann. So, hier bin ich eben verkackt. Aber jetzt kriege ich hier ein Level. Nicht ein Level, ein Checkpoint. Gut. Hä? Als wenn. Wieso geht das nicht? Ich glaube, nächste Woche mache ich schwierigere Level. Vielleicht mache ich hier diese Challenge. Das heißt, eine Mittel-Challenge. Schwer, keine Ahnung. Ich bin doch gesprungen. Ja. Hätte Beine auf den Tisch geschlagen. Habe ich schon ausgeholt. Aber hab nicht gemacht. Ich würde gerne hier einen Checkpoint haben. Habe ich es geschafft? Mann. Ja, gut. Wie schön. Ja, gibt auch einen Toll. Gibt auch einen Toll. Ja, gut. Dann würde ich jetzt sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis nächste Woche oder bis zum nächsten Mal. Ciao.